Und da sind wir wieder in Föhlout. Wir wollten jetzt ja mal direkt instant nach Hause und dann da ein bisschen weiter rumfuhrwerken. Ich weiß, wir können hier noch diverse Anwesen ausräumen in Fahaber selbst. Ich habe eben noch ganz kurz mal drüber geschaut, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, also über die Map. Wir haben schon bei ganz vielen Sachen abgeschlossen stehen, das heißt, da gehen wir wahrscheinlich auch nicht mehr hin. Aber bei allen anderen Dingen könnten wir dann irgendwann mal noch durchlaufen, aber ich will jetzt erstmal zurück da. Ja, hier werden wir eine Menge Stuhlgang abbekommen, mein Freund. Achtung, auf und erstmal in die Base hoch. So. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal alles schon perfekt aussortiert hatten. Ich glaube schon. Ja, wir waren eben noch unten in diesem Bereich mit Nick, ne? In diesem Roboterraum. Beziehungsweise, ja, in so einem Raum, in dem eben Synths repariert werden. Oder ähnliches. Und jetzt haben wir da noch ganz viel Zeug mitgenommen. Das lege ich noch ab. Und dann können wir uns weiteren Abenteuern widmen. Also ablegen den Schotter. Ich habe immer so einen Wunsch. Ja, ich weiß, es ist echt schlimm. Ach so, habt ihr hier nicht genug Futter oder was? Ah Mensch, sagt doch was, Jungs und Mädels. Ah, ihr seid ja total am Verhungern, du. Ah Mensch, ey. Essen. Ah, Essen. Wir haben doch noch so viel Essen hier. Reichlich. Es ist noch reichlich. Wir haben nichts mehr. Okay. Leute, ich muss mir gleich mal Essen von euch ausleihen. Aber Wasser haben wir noch so viel. Es ist doch reichlich da. Es ist doch reichlich da. So, hier machen wir mal ein Brünnchen hin. So. Und, gut, gegen das Schild gelaufen. So. Und jetzt noch was zu futtern. Da muss ich einfach mal kurz. Ja, es ist wirklich. Scheint wirklich was zu werden. Scheint wirklich was. Ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. Ja, da ist zwar ein Loch, aber es könnte schlimmer sein. So, jetzt können wir immerhin die Sachen nehmen, die wir hier im Sack haben. Ja. Pflanzen alle ein. Und ich hoffe, es geht einfach jemand automatisch hin. Es ist so eine etwas blöde Sache. Es kann ja irgendwie jeder so und so viel Nahrung bearbeiten. Und 14, also 15. Sehr schön, sehr schön. Schutz, ihr braucht Schutz. Eloid, wann macht ihr den ganzen Tag? Hä? Nix. Nix schaffe, oder? Ihr müsst euch mal ein paar Verteidigungsanlagen bauen, ihr Würde. Du musst gleich mal ein bisschen für Schutz sorgen, Frau. Und zwar schützt du diese Seite des Dorfes. Hey, Whammon, da ist er. Follow me, Whammon. Hier. Okay. Okay, so. Schutz hätten wir somit. Na, wir sind erst bei. Okay, dann machen wir noch so ein Geschütz hier irgendwo hin. Und zwar einfach. Hier so hin. Das guckt in die Siedlung rein. Und dann bauen wir noch Betten. Wir haben nur 9 Betten. Also ist es aber scheinbar nicht schlimm für das Wachstum der Siedlung, wenn man nicht genug Betten hat. Was ja schon mal sehr schön ist. Dieses Haus wird nun eines der schönsten Häuser, das ihr jemals gesehen habt. Und zwar machen wir hier die besten Betten rein. Wirklich die besten. Was geht denn hier ab? Ist hier irgendwo ein Brahmin? Checkt das irgendwo fest? Wahrscheinlich direkt vor der Tür, ne? Ach, Brumun, was machst du denn? Wer macht... Hier darf jemand am Bett, am Fenster schlafen. Ein anderer darf hier in dem Dreck schlafen. Ist es nicht wunderschön? Ach, hier würde ich auch gern wohnen. Nicht. So. 2 Stück noch. Du, la bête, du. Hier kommen die beiden Betten hin. So richtig schön nebeneinander. Kann man auch so ein Doppelbett machen? Nee. Egal, da können sie sich immerhin unterhalten hier, wenn sie eine, so. Und da sind wir auch schon fertig mit der ersten Chance. Und Brahmin, du hörst jetzt mal auf. Sofort aufhören. Sofort. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also was die dann für ein Problem haben. Wer läuft denn da? Ah, der Nick. Naja. So. Missionstechnisch habe ich jetzt gar keine Mission geplant. Ihr habt gesagt, ich soll vielleicht auch mal wieder Dog Meat mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Das ist irgendwie blöd. Es ist meine Freude, Ihnen zu dienen, Sir. Ada stuck, glaube ich, in dieser Pflanze, oder? Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckernis zu orten. Ja. Hatte keine Sorge. Keine Angst. Das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. Alles klar. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Na also. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Hey, mach mal direkt, oder? Hey. Komm zur Sache. Gut gemacht, Ada. Danke. Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von
Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Oh. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Ha, soweit, so gut. Ich bin nicht so weit gekommen, nur um jetzt klein beizugeben. Das verstehe ich. Aber Sie sollten dennoch vorsichtig sein. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für Sie. Ich wollte Sie nur informieren. Läuft. Nun, da das ungeachtet dessen, was vor uns liegt, würde ich Sie sehr gerne begleiten, wenn Sie möchten. Ada, erstmal nicht. Haben wir sie jetzt eingepackt? Nee, haben wir nicht. Sehr gut. Ich würde sogar fast mal sagen, Nick ist zwar schon nicht schlecht, aber wisst ihr, wenn ich echt gerne mal mitnehmen würde, wenn wir jetzt Dogmeat nicht auf Anhieb finden, würde ich vielleicht doch gerne mal den Ding mitnehmen. Den großen, den Strong. Ich weiß nicht, ob der auch durch, also ob der auch überall durchpasst. Also es gibt ja echt manchmal enge Wege im Spiel. Aber wenn es funktioniert, dann würde ich ihn echt gerne mal mitnehmen. Ich glaube, das ist ein richtig muskelbepackter Assi und wir können ihm so eine Riesenplanke geben, so ein Schild. Da ist er doch auch direkt. Dogmeat, bist du auch hier? Rücken tut weh. Keine Sorge, ich nehme dich mit, Strong. Ja. Ja, komm mit. Strong gehen mit Mensch. Hey, Großer. Friss den nicht auf, okay? Robomann sagen Strong nicht was. Hoppala. Nick Valentine, du gehst, also du bleibst natürlich hier an deinem Tagle Island. Ja. Strong folgen. Hat genug zu essen. Strong schneller. Irgendwas tun? Strong langsam. Hey, hier drüben. Gute Idee, Mensch. Aufkommen. Dann mach auch mal was. Ah, jetzt. Er muss sich erstmal drehen. 3, 2, 1. Ich mal, was von deinem wertvollen Zeug für dich tragen soll. Sag es einfach. Nick Reedy, du Ekelpaket. Hey. Strong. Was hast du denn so dabei? Ah, du hast ein Sturmgewehr dabei, okay. Knippt er das auch? Ah, jo! Obwohl er wahrscheinlich. Mit dem Hammer wäre er wahrscheinlich krasser drauf. Ich würde sagen. Trifft Bobby drinnen, findet die Braumaschine, Kopfjagd. Begib dich zur Satellitenstation Fort Hagen. Da waren wir ja schon mal. Wir haben alle platt gemacht, aber konnten da nicht eintreten, weil wir eben die Mission noch nicht hatten. Erstattet Tüftler Tom Bericht, erstattet Dr. Carrington Bericht. Wisst ihr was? Wir machen das mal noch. Weil dann haben wir schon mal, das sind einfach nur zwei Missionen, die wir abgeben müssen. Da müssen wir nicht viel drum herum machen. Und das ist gut. Schwere Kaliber sind Railroad-Agenten, die an der Front gegen das Institut kämpfen. Also sowas wie wir. Wir sind halt total krass. Also vor allem Strong ist ein ziemlich schweres Kaliber. Strong, kommst du da auch? Oh, ah ja. Drei Leute sogar. Was ist mit dir? Pam braucht dich in ihrem Raum. Okay. Pam braucht dich in ihrem Raum, alles klar. Oh, ihr pennt schon wieder, alle fickt euch, das dauert so lange, bis die aufstehen. Hey. Und er. Okay, warte kurz. Auf. Steckt immer noch der Arsch zu. Boi. So. Mila überträgt eine Menge Informationen. Auf den ersten Blick sieht die Atmosphäre normal aus. Mhm. Aber ich werde mal tiefer in die Daten eintauchen. Ich hätte da schon den nächsten Standort für eins meiner Babys, falls du Zeit hast. Warum nicht? 191 Grundlagen. Okay, 190 gab das jetzt. Du solltest dich mal mit Radaway durchspielen. Unterschlupf Orgister wurde vom Institut zerstört. Habe ich es jetzt? Die Pam macht schon voll die Geräusche da drüben. So, Doktor. Dann ist es, wie ich befürchtet hatte. Drei Unterschlüpfe zerstört. Kaum vorstellbar. Aktuell habe ich sonst nichts für dich. Aber es brennt nach wie vor überall. Also brauchst du... Okay. Wer ist denn das jetzt? Hallo. Boxer. Schön, dich wiederzusehen. Hallöchen. Konntest du die Gerüchte über eine Gruppe Synths im Norden bestätigen? Ja. Ja, das stimmt. Ich habe einen Ort namens Arcadia gefunden. Voller Synths. Ich wusste es. Es gab immer Gerüchte über so einen Ort im Norden. Aber wir konnten sie nie überprüfen. Brauchen sie unsere Hilfe? Können wir offiziell mit Ihnen Kontakt aufnehmen? I see. Sie könnten sicherlich die Hilfe der Railroad brauchen. Das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ich werde schnellstmöglich nach Norden aufbrechen. Wenn wir persönlich mit diesen Synths sprechen könnten, wäre das ein guter Anfang. Danke, Silberzunge. Bitte schön, das könnte Boxer. Sehr bedeutend für uns sein. Krieg ich auch Geld dafür, oder? Okay. Naja. Pam,
Pam, wie sieht's aus? Du wolltest mich sprechen. Bestätigt. Bestätigt. Agent Silberzunge ist hier. Ja. Ich habe eine Mission für Sie. Oh. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Mhm. Lösung. Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Okay. Ich darf eine neue Basis einrichten? Fett? Triglyceride sind für diese Unterhaltung irrelevant. Ah. Fahre fort mit Missionsinformationen. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück. Dankeschön, Pam. Geh ruhig kacken. Ich kümmere mich. Sichere Jamaica Plain. Oh, das ist ein cooler Ort. Das ist echt ein richtig cooler Ort. Komm, dann machen wir die. Das ist cool. Das ist sogar da, wo wir noch nicht waren. Also wir porten uns mal hier hin und laufen dann rüber. Wir haben jetzt ja Strong dabei. Wir müssen überlegen. Ah, wisst ihr, wo wir... Ich weiß, wo wir Dogmeat haben, glaube ich. Ich glaube, den habe ich zurück an die Red Rocket, Raststätte gebracht, oder? Ich glaube, ich habe damals gesagt, wir machen ihn dahin, weil wir ihn da gefunden haben und uns das dann im Kopf bleibt. Und die Kate ist auch irgendwo... Ich glaube, Tempines Bluff oder so. Wo wenig Leute sind. Hoffe ich doch. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott! Wow! Du haarige Mutter. Haha, und jetzt? Bitch! Holy fucking shit! Oh mein Gott, Leute, war das gerade eben krass knapp, oder? Strong, bist du das? Ey, schießt der noch? Strong schießt. Warte, was geht denn ab? Was geht denn ab? Oh fuck! Oh fuck! Okay, wartet mal. Ach du Kacke. Die Ultrabots. Kämpft ihr ruhig mal gegen die Lurche. Holy shit. Zwei von diesen Riesenbots. Oh Gott, ist das gerade so krass viel los? Warte mal. Okay, erstmal runterkommen. Was haben wir dabei? Wasser. Hallo, Boy. Habt ihr die anderen Roboter schon gefistet, ihr Dödel? Boah, guck mal, wie er richtig verstrahlt ist. Oh, da läuft er rum. Der ist noch alive. Ich versuche einfach jetzt ein bisschen vor dem wegzurennen. Oh Gott. Okay, jawohl, aber der ist nicht so stark. Halt, nee. Beine abschießen. Wir wissen ja. Critical! Was? Alter, fast gekillt. Pff, die sind ja lächerlich. Die hätte ich ja auch so platt machen können. Strong, wo bist du denn? Strongy Boy. Hoppala, vor die Maus schnell gestellt. Da kniet er ja rum. Hier Strong. Nimm dir mal ein Stinkpack und Gremmel. Nein! Komm, Strong, renn rein! Weg wie Feiglinge! Ja! Angst vor Strong! Strong! Hey! Was soll Zugriff! Das wird Zugriff! Guter Kampf. Ja! Ah, das ist eine Lieferung. Strong, hast du gesehen, dass da jemand drin ist? Oh, ich hab dich doch da eben hingeschickt, Strong. Wo ist Strong? Was macht der? So, dann mach ich das halt, wenn Strong nicht will. So ein Dummbatz. Jetzt kommt er an, gerade mit dem Hammer. Komm, wir sehen, wie... Der gibt ihm ziemlich gut. Nice, Mann, nice. Jo. Krass, aber eins haben die auch zerlegt. Eins von diesen Riesenviechern. Die haben immer so viel geilen Schambel dabei. Geilen Zeug, Alter. Die haben so viel geilen Zeug, man. Okay. Aber wir gehen mal zu unserem Questziel. Wir wurden hier pulverisiert. Vollstrecker. Strong, hast du jetzt eigentlich diesen Hammer in der Hand, weil du nichts anderes mehr... Strong, was machst du mit dem? Hey. So. Was? Ich will kurz handeln. Du teilen mit Strong?
Guck mal, guck, jetzt hat er keine Munition mehr. Das ist doch so bescheuert. Die Munition geht echt leer. Das ist der allerletzte Beweis dafür, Leute. Es ist wirklich so, dass die Munition geht. Sie verschwindet. Sie geht. Sie geht weg, wirklich jetzt. Sie geht wirklich weg. Wir entdecken mal da vorne. Ah, das haben wir schon. Okay. Dieses Jamaican Plain war das, glaube ich. Ich glaube, das war diese Unterwasser- oder. Nein, nicht Unterwasserstadt, aber diese durchwässerte Stadt. Oder ist das was anderes, was ich meine? Shaw High School haben wir hier. Da vorne ist was wir noch nicht haben, das da. Und in die Richtung auch. Haben wir schon die Satellitenstation oder was es ist? Haben wir auch noch nicht. Okay, lasst uns das kurz entdecken, dass wir uns rumteleportieren können. Ich renne jetzt einfach durch. Außer es kommt jetzt irgendein Riesenfight. Kurz gespeisert. Okay. Ich drehe noch kurz das Ding hoch, eine Sekunde. Ah, das Teil, dieses Blöde von der Vive liegt da auf dem PC drauf. Ist ein bisschen nervy. Ich habe oben drauf so zwei Schalter, um die Lüfter halt auf eine zweite Stufe zu stellen. Und das mache ich hier eigentlich immer, wenn ich The Fallout anhab, weil das halt schon ein total krasses Spiel, das weiß ich, 8 Millionen FPS läuft. Und ja, dass er nicht so warm wird, der arme PC. Hat er was geschossen? Ich glaube, da schießt was. Da bin ich ganz sicher, aber ich glaube, da schießt was. So. Ha! Das machen wir mal direkt an. Und Sender. Oh Gott. Strong, du machst das ja, ne? Danke. Bereit. Aktiviert, okay. Hau. Alter, direkt eine leuchtende Maulwurfsratte. Widerliches Viech. Strong, du musst krasser draufkloppen. Halt ihr das? Da geht irgendwas richtig krasses ab da vorne. Oh Gott, die stürzen doch schon wieder ab. Das sehe ich doch von hier, dass die abstürzen. Was ist denn das da vorne für ein Ultra? Da waren wir noch nicht, okay. Notfrequenzsignal gefunden. So, endlich können wir uns jetzt hier mal den Jagdboy. Bam! Oh shit, der hat einen Totenkopf. Oh no. Okay, da gehen wir noch nicht hin. Strong, chill, chill, strong, strong. Lass uns mal nach da vorne, nachher, da weißt du was. Wir entdecken das zumindest kurz, das Stück hier. Diesen Schrottplatz müssen wir mal entdecken. Hier ist doch wahrscheinlich noch einiges, also jetzt speziell in diesem Streifen hier, das wir noch nicht entdeckt haben. Wie sind wir denn hier hingekommen? Sind wir dann hier einfach so und dann darüber? Warum fehlt hier dieser ganze Bereich? Das hat schon gereicht, okay. Au. Da vorne ist auch noch was zu entdecken. Oh Gott, Leute. Oh oh. Ha! Bist du. Ah, oh, das ist strong, okay. Das ist ein bisschen kacke, weil man nicht weiß, wer ist. Weißt du, die sehen ja alle gleich aus, ohne rassistisch klingen zu wollen, aber die sehen schon. Wow! Oh. Nein, ins Stinkewasser. La, la, la. Hier kommt wieder sehr schön das grüne Wasteland zur Geltung, oder? Hier. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Hier drüben. Da haben wir doch noch was. Ist das auch schon? Karte wollte ich auch noch nicht entdeckt. Hier ist überall Zeug. Ha. Okay, vielleicht gehen wir doch dann erstmal nach dieser Entdeckung hier weiter Richtung Ziel. Anstatt jetzt hier alles zu. Ich hab was gehört. Was ist das hier? Für eine Festung. Was voll den Spaß. Kann man da durchschießen? Ne, kann man nicht. Ich denke, das ist wieder so eine. Ja, das ist so eine Raider-Festung hier. Oh oh. Dummer Mensch, sagt er zu mir. Boom, verstehe ich? Starker Mensch. One-Shot-Mensch. Boah, die klingt aber auch BAM richtig voll. Geht echt gut ab, das Ding. Richtig sick. Nur noch zwei. Oh, da sind zwei hinter mir. Die kommen jetzt wahrscheinlich hier gleich runter, ne? Ah, strong fighter die.
Der ist gerade beim Strong runter an die Haus gegangen. Was hat denn der davor gehabt? Strong, komm, lass mich dir helfen. Ich mach das. Und zack. Wow! Du Scheiße, Strong. Wo du hin? Direkt mutiert. Komm her. Komm. Ja, du bist strong, ich weiß doch. Sind die eigentlich stärker, wenn die mutiert sind, oder einfach nur wieder vollgepumpt mit neuem Life? Weiß ich gar nicht. Ja, da hinten ist ein Aufgang. Ist ja... Wer spawnt sich denn hier rum? Unsere Karawanen sind echt überall. Oh, Madame, wie sie da liegt. Voll zerschrotet. Okay. Jetzt haben wir es entdeckt, na also, es geht doch. Hier liegen jetzt die ganzen Toten rum, die wir gerade gebeutelt haben. Hier unten ist auch noch was. Das willst du wegkriechen wollen. Können wir irgendwas kochen? Nein. Ja, verlassen. Ja, setz dich erstmal hin, um dann wieder aufzustehen. Guter Plan. Wir sind schon wirklich ziemlich krass bedazzled. Ist jemand versteckt? Oh. Hier geht sogar direkt noch weiter. Das ist echt krass. Wie, was für eine Vielfalt an Level es hier gibt. Der chillt auch da an der Wand. Wir finden ganz viel Munition. Oben war auch noch einer, ne? Ja. Okay. Ich glaube, hier haben wir sonst alles entdeckt. Ja, da ist sonst alles. Dann gehen wir wieder zu dieser Highschool und laufen dann aber wirklich zu unserem Ziel. Damit wir da jetzt nicht so viele Umwege machen. Es stand, dass wir Jamaican Plain säubern sollen und dann an die Werkbank gehen sollen. Und dann sind wir halt total krass. Und wir sind schon wieder kurz vor Level Up. Sehr schön. Wir brauchen Schmied. Und noch ganz viele Sachen. Also Schmied noch mindestens ein Level. Und den Rest habe ich vergessen. Was es noch war, können wir schon? Nee. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Wo sind die Bösen da? Aha. War doch ein richtiger. Ja, war doch fast schon ein Critical. So, ist da noch jemand? Preston Gravy? Preston, was läuft. Gravy, Gaby, was läufst du hier rum? Habe ich den auf eine Patrouille geschickt? Den Heimblöd? Es gibt eine Siedlung, die du behebeln musst. Hey, ich glaube, wir kennen uns noch nicht, aber dein Timing ist perfekt. What? Preston Garvey von den Minutemen Garvey, des Commonwealth. Gravy, Garvey. Hä? What? Aha. Wir beschützen die Menschen innerhalb einer Minute. Das ist jedenfalls die Idee. Du hast vielleicht schon gehört, dass wir neu anfangen. Der General hat mich geschickt, um Spenden von besorgten Bürgern einzusammeln. Hilf uns, dann kannst du auf die Minutemen zählen, wenn du sie brauchst. Kann ich für dich, sagen wir, 100 Kronkorken notieren? Du Sack? Im Ernst? Sammeln die Minutemen jetzt Schmiergeld? Hey, wir versuchen das Commonwealth nur ein bisschen besser für alle zu machen. Ist das nicht eine kleine Spende wert? Ach, komm schon. So viel ist es nun auch wieder. Wir haben hier gerade eine leichte Problematik. Warte mal. What the fuck? What the fuck? Wo kommt der jetzt her? Preston! Alter, vor ihm stehen Leute und er... Ich will Geld von dir, du Hurenbock. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, aber dein Timing ist perfekt. Preston Doch. Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Du bist nicht Preston. Du bist nicht Preston Garvey. Wie bitte? Du bist nicht. Ich kenne Preston Garvey. Und du bist nicht Preston Garvey. Oh, scheiße. So, mein Sohn. Jetzt guck mal, wie viele Schüsse du ins Bein hast, ne? Lecker Arsch. Das Hirn zermatschen. Hol ihn dir, Strong, hol ihn dir. Ich hab grad getrunken, weißt du, dann er so... Oh, scheiße, und er rennt einfach fort. Das? Flammbohne. So. Critical, Alter. Bah! Oh. Gut gemacht. My boy, gut gemacht. Was? Wie, wer labert denn hier so? Total eklig. Jake Finch. Das ist doch unser Boy. So viele Leute gerade hier, ne? Die wir kennen. Wer ist das da vorne? Wahrscheinlich der Vertreter. Der Vault-Vertreter, oder ist er das? Ne, Versorger. Jetzt hätte ich aber echt losgeschrien. Warte mal kurz.
Warte mal kurz, Versorger. Ich mach dir den Weg frei. Raiffeisenbanken, Volksbanken, Raiffeisen-Ding. Wir machen den Weg frei. Wir machen Anal Rape mit den Zombie-Mutants. Sind wir noch mehr? Ein Wild Gale. Das ist ein Wild Gale, dude. Oh shit, there's a Wild Gale near me. He's dead, dude. And this one? I fuck him in the legs. You know I'm a fucking fucker. Uh-oh. Oh no! Ah, das gibt's doch nicht. Strong. Eine Stunde früher, Strong. Eine läppige Stunde früher und ich wäre nicht so eklig genudelt worden. Vielen Dank, Strong. Du bist wirklich ein Mann des... von nichts. Du Kackvogel. You fascist Kackvogel. Hallo, Sir. Tschüss, wilde School. Ich mach zu. Wow, was für ein Hit denn. Oh no! Alles klar. Warte mal, warte mal. Der macht ja gar nichts. Was hat denn der gemacht? Der hat hier nur gechillt. Und ich habe ihn umgebracht. Ach, schmutziges Wasser. Nee, 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 nee. Ey, hier laufen überall unsere Leute rum. Davor sind schon wieder welche. So, weg mit dem Scheiß. Guck mal. Überall sind sie hier. War da vorne gerade was in dem Loch? Hm. Naja, also das hier ist scheinbar Jamaican Plain. Alter, Alter! Er hebt ein Auto hoch. Was ist das für ein Megakerl? Strong, Achtung. Strong, you need to fuck them hard. Was machst du eigentlich hier? Warum bist du hier hinter mir und sagst, du machst da nichts? Drecksack. Gut, das Karma zahlt sich. No, bitch. Ich hab die anderen gesehen im Bus, keine Sorge. Das sind halt meine... Oh, fuck! Meine Counter-Strike-Reflexe, Alter, ausgewichen. Und mein Counter-Strike-Aim. Oh, fuck! Ihr Bitches! Alter, hab ich den gerade nicht getroffen? Diesen rennenden Vogel. Also, Jamaican Plain hat auf jeden Fall ein Problem hier. Mit Ghoul. Baba, Bitches. Bam, bam! Boah! Gut. Heilige. So! Hör! Ist jetzt so. Heidenei sind die aufmüpfig, die kleinen Schweine. Das waren jetzt echt sackviele, ne? Aber viel getan haben sie uns auch nicht. Wir sind halt zu krass, also vor allem mit Strong, der natürlich wieder nichts macht. Hat nur rumgechillt die ganze Zeit. Ich sein Strong! Strongy Boy. It's your boy, Strongy Penis. Da ist noch einer. Ich nehme schon mal die Pump. Ich hätte die Pump bis hier angebracht. Alter. Alles? Stronger. Ja, dann mach doch mal was, Strong. Wenn du immer nur anfängst, aber nie was zu Ende bringst, Strongy Boy. Das ist natürlich schlecht. Alter, wie er zu uns gebeamt wurde. Wow. Das ist natürlich schwierig, aus der Distanz was zu treffen, ne? Wenn jemand direkt in dir drin steht. Oh. Ha! Gut, Strong. Freut mich. Du Pisa. Hm. Ist hier jetzt noch was Schweres? Also ein richtig harter Gegner? Es waren jetzt viele, aber nichts Hardcore-mäßiges. Ist irgendwie eklig, wie Strong rumtrampelt, oder? Man denkt immer, es ist ja was voll Riesiges in der Nähe. Oh. Er geht durch die Tür durch! Ich dachte, der muss die Tür erstmal öffnen oder so. Ich bin fast tot, habt ihr gesehen? Strong, gib ihm nochmal. Okay, alles gut, alles gut. Man muss schon so ein bisschen managen mit seinem Zeug. Ja, aber das habe ich ja zum Glück drauf. Na, ich weiß nicht, wer der Letzte ist. Ja, gehen wir hier rein. So, dem muss Klebeband.
Crown Kicks. Oh, da chillt jemand. Passwort der Bürgermeisterin. Okay, danke schön. Sal's Holoband. Da gucken wir mal rein. Sal's Holoband. Hoppala. So. Ich muss das hier unbedingt leeren. Wir haben so viel Scheiß hier. Verdammt, nutzlose Drecksäcke. Als sie ihren ersten Ghoul sahen, sind sie einfach in alle Himmelsrichtungen weggelaufen wie Red-Kakerlaken. Ich habe Monate gebraucht, diesen Einsatz vorzubereiten. Ich kehre jetzt auf keinen Fall um. Der Schatz wird mein sein. Schatz? Und wenn ich ihn mit bloßen Händen ausgraben muss. Okay, finde die Schätze von Jamaican Plain. Gut, gut. Hä? Ach so, ja, okay. Die Tür ist ja wirklich sinnvoll. Ob man oben einfach durch kann, an der Seite auch. Naja, naja. Hier ist der... Boah. Hier ist der Bildschirm der Bürgermeisterin. Wir können das Passwort direkt eingeben. So, Ansprache zur Schatzerstellung. Abschlussansprache zur Schatzerstellung. Liebe Freunde, Nachbarn und verehrte Gäste, wir haben uns hier versammelt, um der Schätze von Jamaican Plain zu gedenken. Unsere Gemeinde mag zwar klein sein, doch sie ist reich an Geschichte. Reich an Kultur, reich an Erinnerungen. Und um dieser Erinnerung willen übergeben wir jene Schätze der Erde, auf das kommende Generationen zurückblicken, sich daran erinnern können, wo wir standen und erkennen, wie weit sie gekommen sind. Okay. Budgetausstellung. Grundsteuer 190 Millionen Dollar, blablabla, Gehälter und Beihilfen. Ja, die Ausgaben sind leicht höher. Safe-Steuerung, hier ist ein Safe. Schloss deaktivieren. Menschen nennen Unordnung. Deine Mutter, Unordnung, untenrum. Okay, gut, ist ja klar, dass das hier unten der Schatz sein wird, ne? Oder? Unterirdisch, was haben die gesagt? Ich mache uns das mal an als Mission, bestimmt ein Nebending, ja. Ja, das führt uns schon darunter. Aber zuallererst würde ich noch ganz gern hier an die... Okay, wir haben hier zwei Questziele. Achso, wahrscheinlich es sind noch nicht alle down und da hinten sind einfach noch Überlebende... Nee, da ist hier... Da ist das Bauding. Und was ist dann da hinten? Warum ist hier noch ein... Da pennt da noch jemand, oder? Ist auch ein Zombie. Noch jemand. Schlüssel zum Rathaus und Karls Aufzeichnungen. Okay, Karls Aufzeichnungen. Wird er mit K geschrieben? Nee, der mit C. Karls Aufzeichnungen. Der Karl. Von Karl. Willkommen zurück, Karl. Jamaican Plain Überfall. Sir, Leitung, schwere Waffen. Luke, Silverhand, Schrauber. Okay, das sind... Er hat hier was... Aufzeichnungen. Schon wieder, Sir. Die lässt einfach nicht locker. Das klingt doch wie ein Kerl. Gerade eben. Ich hätte den Vertrag niemals annehmen sollen. Wenn ich in 10 Tagen nicht die Kronkorken zusammenkriege, holt sie sich mein Kopfgeld. Das habe ich davon, mich mit einer Ex-Gunnerin anzulegen. Nichts. Alle kurzfristigen Aufträge sind nur Söldner oder Schrauber. Niemand braucht einen Ausputzer, selbst bei meinen Verbindungen nicht. Aber ich muss das Geld irgendwie bekommen. Ein altes Gerücht, das ist alles, was ich habe. Aber wenn ich es hinkriege, kann ich Sal vielleicht davon überzeugen, dass ich mehr wert bin als mein Kopfgeld. Hoppala. Aufzeichnung von September. Sie hat es mir abgekauft. Die Schätze von Jamaican Plain. Der Hauptpreis im Commonwealth. Das große Ding, das niemand bisher durchgezogen hat. Ich habe sie davon überzeugt, dass ich ein Team zusammenstellen kann. Wenn mich das am Leben hält, lasse ich mir jeden verdammten Gefallen einlösen. Ich habe alle Informationen zusammengekratzt, die ich kriegen konnte. Da unten ist was Großes. Die Sicherheit ist jenseits von Gut und Böse. Geschütztürme, Roboter, Schlösser und was es sonst noch alles gibt. Aber zuerst muss man an den Ghoulen vorbei. In 200 Jahren ist niemand auch nur in die Nähe gekommen. Und doch wird in den alten Aufzeichnungen kaum was davon erwähnt. Hier stimmt was nicht. Ich weiß nicht was. Ich hoffe nur, Sal bekommt es erst mit, wenn ich weit weg bin. Okay, okay. Aufzeichnung von Oktober. Keine Nachricht von Hadrian. Hadrian! Aber die anderen sind alle da. Sal ist für die schweren Waffen zuständig. Der alte Silverhand höchstpersönlich kümmert sich um die Sicherheit. Cairn Standish ist der Mann für Ausspähaktionen und Schlösser. Seine Frau hat die Muskeln und hält ihn auf Kurs. Ich könnte sogar in der Stadt ein bisschen Vorkriegsmüll schnorren. Ist vielleicht nützlich. Sal besteht darauf, dass ich mitmache. Ich habe versucht, mich zurückzuziehen, aber sie lässt nicht mit sich reden. Ich weiß zu viel. Sobald sie den Schatz hat, schlachtet sie uns ab. Da bin ich mir sicher und ich kann nichts tun, um sie aufzuhalten. Schissel. Ich glaube nicht, dass ich hier lebend rauskomme. Okay. Aber was ist doch für Schatz drin? Hallo? Niemand besiegt Strong. Strong, ja, weil ich alle besieg.
Du machst ja nichts. Du bist wie die anderen. 30 Kilometer weg, du schreist von da. Und dann kommst du angerannt, wenn alles tot ist, du Vogel. Das ist echt ein richtiger Bangot. Strong, hier ist Wasser. Ich hab Wasser gefunden, Strong. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Komm, dann gehen wir mal hier an die Butze. Und machen da mal was draus. Das ist immerhin... Oh, fuck! Strong, keine Angst machen. So. Ja. Also, dann bauen wir hier mal was Leckeres hin. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, warte mal, ich höre doch Ghoul-Tapsen die ganze Zeit da draußen. Naja, ist schon schwierig zu treffen. Hoppala. Klebeband, sehr schön. Okay. Sind jetzt alle weg. Scheinbar ja. Was müssen wir hier machen? Also einfach nur das Ding einnehmen, hier so ein Ding aufbauen. Wir brauchen noch einiges dafür. Macht aber nichts. Wir schicken einfach gleich, was steht denn der da drauf? Wir schicken hier gleich eine Karawane hin. Und dann können wir hier gemütlich bauen. Ich will nur ganz kurz schon mal durchgehen und den Großteil wegmachen, den Großteil des Schrottes. Oh Gott, Leute, 36 Minuten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.